Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Lamashtu-Schoß. Bevor wir weitermachen, noch ein Nachtrag. Anders als von mir behauptet, gibt es hier Warnhals-Slot, diesen DLC, doch bei meinem Keyshop-Partner Games Planet. Also wenn ihr da noch Interesse habt, 10% Rabatt, gewöhnlich bis zum 14.03. sogar nochmal 5% mehr, wenn ihr den Code WARN5 eingebt. Findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Und der Link, der führt dorthin und unterstützt diesen Kanal, wenn ihr den benutzt. Vielen Dank und wir machen weiter. Wir machen aber damit weiter, dass wir unsere Gruppe hier auf die nächste Stufe bringen. Zumindest fast alle kommen dann auf Stufe 10. Genau, Schurke 10 ist unser Waylon und damit bekommt er einmal verbesserte Tricks. Nach Stufe 10 kann ein Charakter anstelle eines Schurkentricks einen der verbesserten auswählen. Ich glaube, das ist uns dann aber auch erst möglich, wenn wir hier ein neues Talent bekommen. Insofern wählen wir jetzt erstmal nur Fertigkeiten. Ich werde natürlich Tricks und Überzeugen weitermachen. Und dann würde ich, glaube ich, gerne Arcanes Wissen mal bei ihm weitermachen. Denn da haben wir nicht so viele Tolle bei uns in der Gruppe. Aber trotzdem nicht vernachlässigen, auch nochmal wahrnehmen. Okay. Dann gehen wir weiter und wir kommen zu Zaubern. Zaubern der Stufe 4. Und hier habe ich mir rausgesucht für ihn das Regenbogenmuster, das trifft nur Feinde innerhalb eines 20-Fuß-Radius und führt dazu, ja, ziemlich viele Feinde kann das treffen, führt dazu, dass sie benommen sind, ist also eine Art Massenverwirrung. Und dann würde ich gerne noch Steinhaut nehmen, braucht Diamantstaub hier für ihn als erstes, hilft aber einer Kreatur ziemlich lang vor Hieben, Schnitten, Stichen und Schlägen, also gewissermaßen gewöhnlichen Schaden, aber denke ich, doch nochmal zusätzlich interessant. Nehme ich für ihn mal mit rein. Okay. So, damit sind wir mit Waylon durch. Dann kommen wir zu Valerie. Und hier habe ich einen Tipp bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe mir das angeschaut und ich finde es sehr überzeugend, dass wir Valerie vielleicht hier umschulen oder sozusagen eine doppelte zweite Klasse reinnehmen. Nämlich die des standhaften Verteidigers. Die Voraussetzung haben wir dafür. Der Vorteil ist, dass es halt sehr spezielle Defensivtalente, zusätzlich Rüstungsklassenboni, dann noch Schadensreduzierung und so weiter bringt, verbesserte Reflexbewegung und eine interessante Verteidigungshaltung. Also ein paar wirklich interessante Sachen, die ihre Rolle hier noch besser machen, meines Erachtens, als der gewöhnliche Fortgang hier des Krieges. Insofern werde ich das tatsächlich jetzt wählen und 3 Punkte vergeben wir bei ihr. Ja, ja, wie üblich, glaube ich, auf Überzeugen, auf, obwohl wir können ja mal eins richtig hochleveln, nämlich Beweglichkeit. Da hat sie noch lange nicht das Maximum erreicht. Wir machen sie einfach mal zu einer beweglichen Verteidigerin. Mal gucken, ob uns das nochmal weiterhelfen wird. Gut, damit sind wir erstmal fertig. Und jetzt sind wir bei Knock Knock, der Schurk ist, der das gleiche hat wie Waylon. Verbesserte Tricks, aber ich glaube, bei ihm können wir schon sozusagen, genau, einen Schurkentrick. Ach so, das kann auch sein, dass wir bei Waylon gar nicht bei den Talenten, sondern erst wirklich beim nächsten Schurkentrick dann sowas auswählen können. Mal gucken, bei ihm können wir das auf jeden Fall jetzt tun. 5 Punkte vergeben wir auf seine 9er-Werte. So, sehr schön. Gut, und hier, hier gibt es, also jetzt, genau, da haben wir nämlich jetzt Schurkentricks, die wir auswählen können. Und was habe ich mir hier ausgesucht? Ich habe mir hier ausgesucht den schwächenden Schlag. Schwächenden, ja genau. Und zwar, da kann er den hinterhältigen Angriff mit solcher Präzision durchführen, dass er das Ziel schwächt und behindert. Und damit bekommt der Gegner Stärkeschaden. Und insofern ist das ziemlich gut, wenn sozusagen er dann immer gemeinsam mit Valerie die starken Gegner angeht, also Valerie sozusagen möglichst dann als Defensivkraft, während er dann solche Geschichten hier durchzieht. Und unser Hund, der kann dann sonstige Gegner abhalten und bekämpfen. Okay, damit wären wir durch mit ihm. Kommen wir zu Ekundarium. Als Waldläufer hat er einiges hier Neues. Erzfeind, Kampfstil-Talent kriegt er, aber erstmal Punkte, da geben wir ihm hier auf seine bisherigen 9er, machen wir ihn besser. So, und jetzt ist es so, dass Kampfstil-Talent Bogenschütze möglich wäre, aber was hier möglich ist, das überzeugt mich nicht so richtig. Wir haben ja schon hier die wichtigsten 4 Sachen. Kernschussmeister heißt, also erstmal finde ich das merkwürdig, dass wir das auswählen können, obwohl wir die Voraussetzung gar nicht dafür haben. Das verstehe ich schon mal nicht.
Aber selbst das überzeugt mich nicht inhaltlich. Hier können wir das auch auswählen, obwohl wir keinen Grundangriffsbonus 11 haben. Alles ein bisschen merkwürdig. Ich nehme das nicht. Ich nehme einen Fertigkeitsfokus diesmal für ihn. Und zwar Wahrnehmung. Damit wird er deutlich besser in Wahrnehmung. Und ich hoffe, wir finden dann noch so noch mehr von diesen versteckten Schätzen. Das wird uns helfen. Wir müssen noch einen Erzfeind wählen. Und hier habe ich das Gefühl, wir kriegen ja so langsam mit, dass irgendwie sozusagen irgendwie so eine, ja, so eine Naturgeister hier ganz feindlich uns gegenübergestellt sind, die hier uns gewissermaßen aus der ganzen Region rausdrängen wollen. Insofern wähle ich jetzt mal einfach Feenwesen als Erzfeind. Vielleicht haben wir, ich kann mir vorstellen irgendwie, dass wir noch mehr mit solchen zu tun haben. Warum wir jetzt nochmal Feenwesen auswählen müssen, weiß ich allerdings nicht. Egal. Das haben wir für Ekondario gewählt und damit sind wir auch bei ihm durch. Dann kommt jetzt noch Lindsay. Lindsay bleibt natürlich Barden und wird 1000 Sasser, das heißt plus 1 auf alle Fertigkeitswürfe und sie bekommt noch ein Bardentalent. Vorher natürlich ihre Fertigkeitspunkte. Dann nehmen wir ihre beiden Neuner und dann gehen wir mit ihr, achso, hier nochmal, dann gehen wir mit ihr nochmal hoch im Bereich Tricks, würde ich sagen, genau. Damit wir dann noch einen dritten haben, der im Zweifel irgendwelche Schlösser knacken kann oder Fallen auslösen kann. So, und was mache ich bei ihr? Bei ihr tendiere ich dazu, das andere finde ich jetzt nicht so überzeugend, einen Kampfkniff zu nehmen, um ihr tödliche Zielgenauigkeit zu geben. Sie macht ja relativ wenig Schaden, sie hat auch keinen dollen Angriffswert. Insofern Treffersalve und schnelles Schießen finde ich für sie zu viel Malus. Das sind ja, glaube ich, beide, also schnelles Schießen minus 2 und das macht keinen Sinn, wenn sie nicht schnell schießen hat. Insofern hier ist es nur minus 1 Fernangriff. Das finde ich okay. Plus 2 Schaden. Nehmen wir mal das für sie. Gut. Und auch sie bekommt Zauber, ein Stufe 2 Zauber. Da wähle ich mal mittelschwere Wunden heilen, damit sie auch mal ein bisschen besser heilen kann. Falls unsere Massenheilung dann doch irgendwann zu Ende geht oder immer nur einer betroffen wird. Und bei den Viererzaubern bin ich für gemeinschaftliches unsichtbares Sehen und für Verzauberung brechen für alle Verbündeten. Finde ich, kommt mir irgendwie ziemlich stark vor. Okay. Gut, damit sind wir erstmal damit durch. Ich guck mal bei ihr, ob wir das dann gleich einstellen. Hier den Fokus. Tödlich hat sie schon. Okay, hervorragend. Na gut, dann begeben wir uns hier weiter auf die Suche nach dem eigentlichen Schoß. Also wenn ich jetzt richtig sehe, das ist der Zugang dazu, das ist der Zugang dazu, das dazu. Hier ist auch nur so eine Querverbindung. Das heißt, hier kann man runter und hier kann man runter. Dann bleiben wir mal hier und gehen hier weiter runter. Irgendwas, hat mir hier noch irgendwas verpasst oder so? Da haben wir schon in den Ecken gucken. Bin mir nicht so sicher. Achso, hier haben wir schon runtergeguckt. Ich erinnere mich. I'm there. Gut. Dann los. Look ahead. Und wir finden tatsächlich sofort etwas. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns in einem Raum, von dem wir dort auch hingekommen wären. Das heißt, es gibt jetzt meines Wissens keine Verzweigung mehr. Außer hier hätten wir vielleicht irgendwas übersehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Im Zweifel müssen wir dann nochmal zurückgehen. Aber erstmal untersuchen wir das, was wir hier gefunden haben. Noch eine Kriegererkennungsmarke. Und eine weitere Truhe mit einem Meisterarbeit Estoc und schwere Wunden. Das ist gut. Naja, gehen wir nochmal rüber auf die andere Seite. Da ist da ja noch was versteckt. Also wir müssten jetzt richtig gute Wahrnehmung haben eigentlich durch Ekondario. Dem habe ich ja jetzt Wahrnehmung nochmal zusätzlich gegeben. Der hat jetzt Wahrnehmung 27. Boah, das ist schon, das ist glaube ich schon richtig gut, ne? Naja, wir haben dort aber noch eine Truhe, die nicht versteckt ist. Und wir kriegen nochmal tolle Armschienen, wie ich sehe. Und, oh, was ist denn das? Ein Peridot Wyvern. Eine Beschwörung, 10 Minuten lang, aber hat nur eine Ladung. Diese Figur vermag einmal täglich für die Dauer von 10 Minuten einen mächtigen Wyvern herbeizurufen. Der Wyvern bezieht seine Kraft vom Besitzer der Figur und seine TW entsprechend der Charakterstufe des Beschwörers. Achso, Trefferwürfel, alles klar. Wow, das heißt eine Ladung, aber täglich eine Ladung. Das ist natürlich richtig gut. Fantastisch.
Und wir haben nochmal plus 4er Rüstungsarmschienen. Ich weiß gar nicht, aber die kann, glaube ich, niemand mehr sinnvoll nutzen. Ne? Tristan hat schon plus 4er. Lindsay, wenn wir ihr die plus 4 geben, könnte es sein, dass sie gar keine Rüstung mehr tragen kann. Probieren wir es mal aus. Tragen muss, meine ich. So, jetzt haben wir 21 und wenn wir die Rüstung wegnehmen, dann hat sie was? Auch 21. Das heißt, wir können bei ihr massiv Gewicht sparen auf diese Art und Weise. Dann müsste sie möglicherweise gar nicht mehr den Gürtel der Riesenstärke tragen. Das ist vielleicht sogar interessant, diese Überlegung. Was würde bei ihr dann gut sein? Geschicklichkeit wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das ist zumindest der einzige andere Gürtel. Ich teste das mal. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut. Kriegen wir noch den besseren Geschicklichkeitsbonus dorthin. Damit hat sie jetzt wieder 11. Ja, ich denke, das ist eine schöne Verbesserung. Gut, Rüstungsklasse 22, dadurch auch ein bisschen angestiegen. Ja, also ab sofort sie ohne Lederrüstung. Okay, und dann müssen wir nochmal gucken, wem geben wir dann jetzt dieses schöne Ding hier mit der Wyvern, mit dem Wyvern-Zauber. Wo haben wir das? Jetzt finde ich es gerade nicht. Bei andere oder wo taucht es hier auf? Wir gucken mal hier gerade unten müssten noch die... Nee, ich sortiere nochmal. Vom Neuesten zum Ältesten, da haben wir es. So, Waylon hat so viel Kram dabei. Ich weiß gar nicht, ob er noch Platz im Gürtel hat. Im Moment hat er diese blöden... Ja, wir könnten eben den Fallenfinden-Stab auch wegnehmen. Packen wir den mal weg. Und das Ding mal rein. Okay, das ist auf jeden Fall eine Stärkung. Hervorragend. Gut, dann den einzigen Weg weiter hier ins Herz Lamashtus. In den Schoß, besser gesagt. Wie, was, wo? Wir verlassen den Ort? Übrige Trophäen? Okay. Das wundert mich jetzt, aber wir gehen dann. Oh. Eine lange Reise durch die Höhlen rund um den Silberstufensee führte unsere mutigen Helden zu einem weiteren engen Spalt in der Wand. Dieser Spalt sah allerdings anders aus als die vorherigen. Uns wurde langsam bewusst, dass wir uns etwas Geheimnisvollem näherten, etwas Magischem. Die Vegetation an den Wänden und am Boden der Höhle wurde immer seltsamer. Schimmel und Flechten wichen riesigen Blumen, gewaltigen Pilzen und einigen Büschen voller bunter, prächtiger Beeren. Der Spalt selbst war ebenso seltsam wie seine Umgebung. Im Inneren schien vollkommene Dunkelheit zu herrschen, undurchdringlich und tief. Was allerdings dahinter lag, konnte keiner von uns erahnen. Wir spürten einen Windhauch, der rhythmisch aus dem Spalt kam und ging wie Atemzüge und den Staub in der modrigen Höhle aufwirbelte. Und was taten unsere Helden dann? Ja, wir sehen uns natürlich erstmal um, ne? Okay, man musste kein Druide sein, um zu erkennen, dass die Pflanzen unter unseren Füßen gelinde gesagt ungewöhnlich waren. Sie waren zu groß und zu hoch und die riesigen Blumen hatten unnatürliche Farben, die unsere Augen schmerzen ließen. Vielleicht lag es an der Erde, in der sie wuchsen, aber wer konnte das schon mit Gewissheit sagen? Die Pflanzen bedeckten nicht nur den Boden, sondern auch die Wände. Hier und da konnten wir in der Dunkelheit strahlende Inseln leuchtender Flechten sehen. Als wäre das noch nicht faszinierend genug gewesen, wuchsen aus den Flechten Stängel, an deren Enden große vielfarbige Früchte hingen. Vielleicht hatte der Wind die Samen dieser seltsamen Pflanzen durch den engen Spalt geweht, schließlich war er stark genug, um den Staub in der Höhle aufzuwirbeln und die Haare unserer Gefährten zu teilen. Wie auf ein Stichwort wurden wir eines schwachen Pollenduftes gewahr, der von der anderen Seite des Spalts kam. Vielleicht lag dort der Ursprung dieses eigentümlichen Gartens. Nur weiter. Wir rüsteten uns und beschlossen zu handeln. Der erste von uns begann, sich fluchend und keuchend durch den Spalt zu zwängen, gefolgt von eurer bescheidenen Dienerin. Da der Chronistin des Barons auch das kleinste Detail nicht entgehen darf, musste ich möglichst weit vorne bleiben. Dieses Mal war der Pfad zum Abenteuer ganz und gar nicht
nach unserem Geschmack. Der Spalt im Fels war selbst für mich zu schmal und führte uns immer tiefer in das Gestein. Er wand und schlängelte sich, bis ich völlig die Orientierung verloren hatte. Der Wind von der anderen Seite wurde stärker und wehte uns ins Gesicht. Er brachte neue Gerüche mit sich. Frisches Gras, duftende Knospen, süße Blüten. Dann plötzlich hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Der Pfad war einem Erdloch gewichen. Während mir das Blut in den Kopf stieg und mein Magen nach unten sank, hatte ich ein eigenartiges Gefühl des Schwindels. Mein Körper wurde in zwei Richtungen gleichzeitig gezogen, als würde er durch eine seltsame Wand geteilt, die hier von dort trennte, bis ich schließlich vollends dort und nicht länger hier war. Okay. Das ist ja wirklich merkwürdig. Ich hatte keine Zeit, mich zu fürchten. Mein Sturz war schnell und meine Landung sanft. Wir fielen auf ein Kissen aus dichtem, hohem Gras. Ich rappelte mich, eure bescheidene Dienerin rappelte sich auf, blickte sich augenblicklich um und fragte, was geschehen war. Wo war sie mit dem mutigen Baron nur hingeraten? Ich muss gestehen, selbst mir fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden, um zu beschreiben, was vor unseren Augen lag. Okay. Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus, als wären wir in einer anderen... ich wollte gerade sagen, in einer anderen Dimension. Und hier ist es auch. Wir sind in einer anderen Welt. Puh, die Frage ist, kann man eigentlich in einer anderen Welt auch rasten und jagen? Oha. Und auch in dieser anderen Welt gibt es Verderbensstimmen. Ob die Spinnen, ob die hier mächtiger sind? Ich weiß es nicht. Schnelle Spinne, Verderbensstimme. Spinne, wir müssen uns natürlich um diese kümmern. Wir schicken mal den Hund in die Richtung. I'm listening. Valerie dorthin. Und dann geht es los. Und zwar so. Und so. Okay. So. Do not falter. Wie ist es eigentlich? Der Segen gilt noch, Gott sei Dank. Ach nee, der Segen gilt nicht mehr. Das ist vorbei und das gilt noch 29 Minuten. Das heißt, wir könnten... Ja, wir haben nur noch zwei Segen. Vielleicht lassen wir es mal. Vielleicht machen wir es wirklich nur, wenn es jetzt wirklich wichtig ist. Solange ich nicht weiß, ob wir tatsächlich rasten können, lasse ich es mal sein. Repent. Ah, verdammt, da kommt er von hinten. Das ist doof. Knock, knock, geh mal wieder weg. Ja, gut. Dann kämpfen wir hier erstmal. Okay. Nein! Einer hat sich... Oh, verdammt, der arme Knock, knock. Den hat es erwischt. Den muss ich, glaube ich, jetzt mal defensiv kämpfen lassen. Und unsere Fernkämpfer helfen dann doch dort lieber erst. Oh, Knock Knock ist von allen Seiten jetzt in Bedrängnis. Das passt mir alles gar nicht, was hier passiert. So, die haben wir Gott sei Dank erledigt. Dann mal bitte alle Fernkämpfer... auf die. Knock Knock ebenfalls. Und du auch. So, ich hoffe, unser Hund kommt noch zurecht. Ey, die lösen sich manchmal von ihren Gegnern. Das finde ich wirklich widerlich. Bringt uns ziemlich aus dem Konzept hier. Aber lass uns erstmal weiter diese erledigen hier. Tristan hat einen Schaden bekommen. Ja, weil er Gelegenheitsangriffe bekommt, das ist natürlich unschön. Dann müssen wir wohl oder übel in die Nahkampfsituation wechseln. Oder uns da rausziehen, ich weiß es nicht. Ah, die ist aber bald tot, diese Verderbensspinne. So, Tristan kriegt noch einen Schaden. Jetzt kriegt er natürlich wieder seinen Fernkampf zurück. Okay, der arme Knock Knock ist schon wieder in Bedrängnis. Dann kommt ihr nochmal ran. Okay, die haben wir. Ja, gut. Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen gezielter heilen, um unsere Massenheilung doch irgendwie aufzusparen. Wir haben immer noch hier leichte Wunden. Das machen wir bei ihm. Da lohnt sich das vielleicht noch. Ja, tatsächlich. Plus 10, das ist ganz gut. Okay, damit ist er fast voll. Dann können wir auch mal mit Knock Knock noch weitermachen.
Gut, und dann können... Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich außerdem feste Hoffnung gemacht? Das war gar nicht mein Ziel. Oh, verklickt, Leute. Naja. Das hält immerhin auch 10 Minuten, wird uns insofern auch weiterhelfen. Und wo wir dabei sind, ich werde nochmal Heldenmut machen. Auf unsere beiden Hauptschadensmacher. Und wie geht's dem Hund? Das muss ich auch nochmal kurz gucken. Der hat auch ein bisschen gelitten. Okay, dann muss Tristan vielleicht nochmal eine mittelschwere Wunden heilen auf den Hund machen. Plus 15 reicht vermutlich noch nicht ganz. Geben wir ihm nochmal weitere Schriftrollen an die Hand hier. Aber fürs Erste muss das genügen. Wir werden so weiterziehen. Und hier diese andere Welt erkunden. Es gibt hier keinen Pfad, es gibt hier nur Nebel, die mir unheimlich erscheinen. Wir können die Spinnen auch noch plündern, wie es aussieht. Okay. Ich gehe erstmal nicht in den Nebel. Hier ist es ganz undurchdringlich. Verdammt, irgendwo höre ich was. Ein Vogel, mit dem wir sprechen können? Nein, eine Verderbensspinne. Eine zweite. Na gut. Knock-Knock kann jetzt wieder aus der Defensive rausgehen. Der Hund bleibt in der Defensive. Ich hoffe, es werden nicht mehr. Okay. So, was ist hier mit diesem Vogel? Da ist auch so ein Nebel. Der Vogel, halt, irgendwas war eben. Der Vogel mit den hellen leuchtenden Federn singt weiter sein Lied und zeigt keinerlei Furcht, als du dich ihm näherst. Na gut, dann versuchen wir mal Kontakt aufzunehmen. Oh. Wir können ihn mitnehmen. In einem Käfig. Na gut, warum nicht? Vielleicht kann er uns ja helfen. Okay, wir haben ihn eingesammelt. Liebe Leute, an dieser Stelle eine Pause, bevor wir das nächste Mal weiter diese sehr merkwürdigen anderen Welten erkunden. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.